Und herzlich willkommen zu Minecraft. Denn mittlerweile sind wir bei Folge 253, also die 300 nahen auch. Und so langsam ist das Projekt auch mit allen Projekten, die jetzt noch laufen, mittlerweile ja die Liste eingeführt. Ich werde sie gleich ausblenden. Oder ich kann sie auch. Ich lasse sie erstmal drin. Mal gucken, was wir heute schaffen. Und ich habe hier ein bisschen rumgewartet, ein bisschen rumexperimentiert mit den ganzen Bienen und ich habe ein dickes Problem. Irgendwie verschwinden Bienen über diese Pipes. Wenn wir mal nach unten gehen. Also ich habe jetzt hier 10 Dinge angeschlossen. Einer ist mit einer Königin drinne und jeder hat da eigentlich eine Königin drinne. Problem ist bei der Sache, sie ist weg. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ob das beim passiert, dass es eventuell, wenn der Server gerade runterfährt und in dem Moment kurz vorher die Bienen ihren Prozess durchgelaufen habe, dann wären aber alle verschwunden. Zwei habe ich retten können, beziehungsweise die ist nur am Laufen. Die läuft auch noch komischerweise. Und die andere ist in der Kiste drin. Ja, hier ist momentan das Material drin, was wir noch brauchen werden und umarbeiten werden. Und was ich noch mit habe, sind Schmetterlinge. Ja, mittlerweile kommen hier Schmetterlinge hin. Was aber noch nicht da ist, ist, dass die Bäume sich irgendwie umwandeln. Ich weiß nicht, ob das aktiviert ist, deaktiviert ist. Oder ob ich es einfach nicht sehe. Normalerweise werden sie dann angezeigt. Weil ich habe ein großes Problem. Mir fehlen Apple Oak Wood Pollen oder halt der Setzling. Ich hatte mal einen und den wollte ich halt vermehrfachen über Limewood. Zu Lime Tree. Können wir mal gucken. Das habe ich da hinten ein bisschen immer experimentiert. Fliegen wieder rüber. Ich habe dann einen kleinen Harvester, einen Fertilizer stehen und einen Planter. Der mir so ein bisschen das Holz produziert, denn ich habe noch was auf der Liste, das habe ich jetzt noch nicht dazu geschrieben. So eine Art Holzfäller oder Baumindustrie, wo ich ein bisschen wie das Holz schnappen kann. Und hier habe ich schon die Zitronensetzlinge, die habe ich. Hier mir schon rangezüchtet zwischendurch. Hier sind halt ein paar Pollen von Zitronen und Pulbein, das Zeug. Und hier sehen wir halt Limewood habe ich. Lime Tree habe ich nicht, weil der halt weg ist. Und ja, komischerweise weiß ich nicht warum. Ich wollte es halt vermehrfachen. Das wurde dann aus dem Vermehrfachen, wurde es dann halt, dass es wegkommt. Aber ist auch nicht schlimm. Kommen wir noch dran. Ich fliege ja immer so ein bisschen rum, wenn man jetzt mal auf die Karte guckt. Hier oben bin ich lang geflogen. Komplett, dann bin ich immer wieder runtergegangen. Hier habe ich ein paar Dörfer gefunden. Bin ich nochmal höher geflogen und irgendwann. Da sind noch ein paar Ölquellen, also vier. Habe ich mich dann irgendwann zurück teleportiert. Das war dann die letzte und da war halt hier noch ein Krater. Das war dann halt, was ich noch zuletzt hatte. Und nicht so schlimm, wir fangen jetzt mit dem Haus noch weiter an. Und dann schauen wir, dass wir wieder an die Bienen rankommen, beziehungsweise dann uns wirklich um das Haus komplett kümmern werden. Und dann habe ich da ja oben das Windkraftwerk auch noch. Aber jetzt erstmal, oh, nach vorne. Nein, noch, jo. Dann will ich noch was mit Schmetterling machen, dass sie halt sozusagen unterführt werden. Sprich, dass sie so, ja, ob sie ins Gewächshaus kommen, das weiß ich noch nicht. Das wäre aber die Idealste, weil ich drunter geschrieben habe, Gewächshaus verbessern, erneuern, das wäre halt der Turm. Und da muss ich noch schauen, wie das funktioniert, dass ich das halt kontinuierlich in dem Ding drin habe. Das weiß ich noch nicht ganz. Ja, die ganzen Blumen hier überall verbreiten sich immer und immer mehr. Oh, das war blöd. Ja, eine Spitzhacke wollte ich mir noch erneuern, aber da hätte ich jetzt gedacht, komm, die brauche ich mittlerweile eh nur noch selten, weil ich jetzt viel mit Holz arbeiten werde. Besonders mit dem Holz hier oder allgemein mit dem neuen Holz dann. Dann hätten wir das auch fast fertig geschafft, dann könnten wir alles hier verdrahten, Bienen reinsetzen und das dann laufen lassen. Hier ist dann halt der Raum für die Öl, beziehungsweise für diese Weed CD-Zeug. Muss ich mir auch noch anschauen. Ja, und dann kommen hier überall Bienen rein. Ich weiß gar nicht, hatte ich hier noch welche drin? Ah, ne, hier hatte ich nur welche zum Zwischenlaufen, aber das habe ich mittlerweile da alles. Oh, hier ist wieder ein Schmetterling. Schmetterlingjagd. Müssen nur, wo ist er? Die sind echt schnell. Wir müssen nur. Ich muss nur die rechte Maustaste dabei durchhalten. Wenn ich dann in der Nähe komme. Komm her.
Schmetterling jagt. Das ist noch ein anderer. Ist jetzt in das Loch gefallen? Ne, also ich habe ein Loch gemacht. Damals war das bei Direwolf 20. Ich hatte eine Query stehen und ganz viele Bienen drumherum. Und die Schmetterlinge sind dann einfach unten gefallen. Die wollten dann auch nicht mehr hoch. Genau, da die ja noch ein paar Bienen, aber ich will den Schmetterling am einmal. Packe ich mir mal nach oben. Hier flog doch noch ein anderer rum. Mal schauen, wo ist er? Da ist das Schwein, was immer noch ist. Ah, wo ist der Schmetterling? Ah, ist egal. Ja, wie gesagt, die packe ich dann in so ein Haus rein und lasse die dann da rumfliegen. Die kann man ja wieder neu setzen. Wo dann halt alle Bienen bzw. Bäume auch drin sind. Dass ich versuche, über die das zu machen. Aber das kann ich auch noch nicht feststellen, dass das funktioniert. Ah, jo. 10k, okay. Ja, ich habe die Kirby mal wieder umgesetzt. Sie läuft extrem schnell durch. Da wir sehr, sehr viel Strom haben, welcher produziert wird, weil da oben hier noch die Kuppel ist. Hm, müsst ihr auch notieren, also Kuppel und das Holzfällerhaus, sag ich mal. Ist ja auch noch da. Ure habe ich noch massenweise 18.000, also hier kommt wieder genug rein. Wenn wir das mal schauen, Eisen ist jetzt wieder bei 2 Millionen. Ist auf jeden Fall gut dabei. Ja, das muss ja auch noch weg. Also muss noch ein bisschen was machen hier. Also ich würde nicht behaupten, dass wir nicht die 300 Folgen, 400 Folgen machen würden. Ich würde es gerne machen. Ich habe da immer noch Spaß dran. Und sicher, man sieht es ja, Aufrufe sind nicht die meisten. Abonnenten habe ich sowieso nicht die meisten. Aber ich mache es einfach nur, weil viele fragen, wo machst du noch YouTube? Ich mache es einfach nur aus Spaß an der Freude. Jetzt hört man so, da ich Minecraft in dem Sinne dann auch aufnehmen kann. Wenn es mehr Spaß macht, warum nicht? War da gerade ein Schmetterling im Busch? Da ist ein Troll. Oder sind nur die Bienen, die ich die ganze Zeit sehe? Weil die sieht man ja auch, wenn die rumfliegen. Ich glaube, hier sieht man das ja gerade auch. Das sind so gelbe, die sieht man jetzt nicht ganz, weil das halt so ein gelber Hintergrund ist. Wie viel habe ich noch? Oh. Kann knapp werden. Ja, einen mache ich auf jeden Fall noch. Dann muss ich gucken, was ich dann für eine Rand ziehe. Okay. Jetzt wird es aber langsam knapp mit dem Holz. Obwohl 44. Ah, geht noch ganz gut. 3, 4. Jetzt brauchen wir noch das Holz. Und dann muss ich mal schauen, was ich als Rand nehme. Für das Ganze. Dann, ja, grünes sieht nicht gut aus. Vielleicht nehme ich dann die Slabs. Ach ja. So, brauchen wir ein paar mehr. Das schmeißen wir hier rein. Das wird aber, wenn ich jetzt in Wood reingehe, ist auch wieder einiges drin. Hier ist dann noch ein bisschen Willowwood. Das kommt daher, weil ich ein paar Villager neu geholt habe. Wollte gucken, ob ich da irgendwelche andere Bäume rausbekomme, habe ich auch. Das war dann halt der Zitronenbaum. Und den habe ich dann halt jetzt vermehrt. Ich glaube, hier sieht das ganz gut aus mit dem. Ah, jetzt habe ich Spruce vergessen. Oh, ich sollte die doch... sollte das austauschen. Jetzt ein bisschen schneller. Wenn man jetzt wirklich guckt, Bienenwabenform ist da, natürlich, da ist ein kleiner Anbau, da ist natürlich ein kleiner Anbau. Aber wenn man das Grundprinzip die beiden wegdenken würde, ist die Bienenwabenform auf jeden Fall gegeben. Und das sollte ich halt, weil themenbasiert auf das hinaus. Okay, jetzt hole ich noch Spoosewood, damit ich die Pfeile auch ziehen kann. Ist irgendwas hier blockiert drin, weil es jetzt irgendwas gleich schmelzen muss? Nee. Hier ist noch Eisen drin. Das kam, glaube ich, daher, weil ich rausgeholt habe aus dem System. Aber das können wir ja reinschmeißen, das brauchen wir nicht. Spruce. Wie viel haben wir da eigentlich noch? Okay, wir sind wieder bei den 2 Millionen. Ich nehme ein paar mit, ich kann den Rest ja wegschmeißen. Beziehungsweise wieder ins ME. Danach können wir uns nochmal ein paar Bäume hinten reinzuwerfen, dass sie nochmal aktiv werden.
Dann geht es dann hier an diese Funktion, alles hier rüber zu schicken, alles zu verarbeiten, sortieren mäßig. Oh. Ich glaube, wenn ich hier. So, mache ich das ein bisschen schneller. Und eventuell das ganze Gebiet ein bisschen zu verschönern. Und zugleich in dem Ganzen. Natürlich müssen jetzt überall noch Verdrahtungen kommen. Von dem Ganzen. Aber das macht, glaube ich, auch nichts aus. Ich glaube, ja, so mache ich das. Licht muss natürlich auch noch hin, aber das kommt alles nach und nach, weil ja Licht ja sowieso hier vorhanden ist. Denn Tag und Nacht habe ich nicht mehr. Es gibt Maschinen, die können das ausschalten. Bei, glaube ich, bei Draconium gibt es, vielleicht bei Faust, wie gibt es einen, da braucht man so eine Ambrosia-Zeug oder so, oder so eine andere Kapsel. Die kann man herstellen und dann da reinschmeißen. Dann ist das auch ganz weg. Deswegen lasse ich es ganz aus, damit ich diesen ganzen Leck, beziehungsweise den Delay, der durchhalte, weil ich habe, ja, jetzt geht's mittlerweile. Ich hatte vorher wieder Probleme, ich